Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Build. Ja, ich wollte eben sagen, Let's Play PvP, aber das ist doch nicht so. Ja, ich würde sagen, wir bauen einfach weiter an unserer Polizeistation. Und naja, ich habe übrigens nochmal, ich habe mal eine ganz kleine Sache nach der Aufnahme verändert. Und zwar, ich habe hier ein Loch reingemacht und hier die Tür zu. Das ist einfach, das hängt damit zusammen, dass hier die Treppe zum Keller ankommt, weil mir ist aufgefallen, dass wir gar keine Zellen haben. Und was ist eine Polizeistation ohne Zellen für die Gefangenen, also. Ich bitte euch. So. Dann machen wir einfach mal weiter. So haben wir es gemacht, ja. Glaube. Ja, es ist ein Tag her. Das ist sehr viel für mich. So. Ich glaube, so ähnlich war das so. Ja, ich gehe kurz rüber, da kann ich nur gucken, wie ich es genau gemacht habe. Ja, so. Das kann ich am besten gleich mal nehmen. Okay, aber was. So, weiter geht's. Fenster müssen hier rein. So. Auf jeden Fall, ich mag die Serie eigentlich ziemlich gern, dass man hier sowas bauen kann, einfach weil, naja. Ich finde das halt immer, das ist halt so ein schöner Ausgleich zu PvP und so. Dass man in Rage Mode vielleicht mal nicht ausrasten muss, sondern einfach mal so schön gemütlich was bauen kann. Und dabei noch mit euch reden. Das ist auch ganz cool. Auch wenn man sowas mit Freunden oder so baut, das finde ich immer ganz cool eigentlich. Weil dann sitzt, also das ist bei mir jedenfalls so. Und natürlich auch bei meinen Freunden von wegen. Ja, das wollte ich nicht. Warte kurz. Dass wir da wirklich teilweise ein paar Stunden sitzen und einfach abends hier noch bauen. So, ich habe übrigens noch nicht die Texturen für den Bildern ersetzt. Und ich glaube, es bringt gerade gar nichts, so wie ich das gemacht habe. So. Ich brauche nur einen Monitor. Ja, genau so einer wie der eben war. Jetzt hört er bestimmt gerade noch meine Maus. Ah, da ist er. Tastatur habe ich da schon gesetzt. Jo. Ja, wollen wir auch noch so ein Bild machen oder sieht das dann zu gleich aus? Ja. Nee. Gibt es noch so ein anderes? Das könnte man reinhängen. So, haben wir das auch geschafft. Das sieht gar nicht, ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Also natürlich ist jetzt nicht so wirklich super schön oder so, aber arbeiten kann man hier. Und dazu muss man ja gar nicht arbeiten, weil es ist ja Minecraft. So, hier kann man halt dann so die Anzeigen. Das hat hier so ein Riesenklo. Ja, genau, das ist so eine Art. Genau so eine Art. Aber wie mache ich das jetzt? Ich glaube, wir nehmen einfach mal. Ich weiß jetzt wie. Ich habe meinen Plan zurechtgelegt. Zwar nehmen wir hier Lapis. Weil es ja Polizei, die sind hier blau. Ich weiß in Deutschland. Außer, glaube ich, in Bayern. Kann das sein, dass in Bayern nicht die Polizei blau ist? Sondern sind die noch grün? Ja, egal. Auf jeden Fall ist halt Polizei. Gut, wenn das jetzt in Bayern wirklich noch grün wäre, wäre es ein bisschen ungünstig, aber egal. Sind wir halt in Österreich im Notfall. Die haben wieder blau. Ich hoffe, das stimmt. Das ist einfach mal so. Wenn nicht, Achtung, Halbwissen. Hier noch so ein. Oder machen wir. Ja, so machen wir. Oder. Ja, hallo, kurz. Vielleicht könnte man es ja auch so hier machen. Dass man es hier so setzt. Und hier noch so ein Hebel. Dass man es damit so auf und zu machen kann. Eigentlich gar keine so schlechte Idee. Finde ich jedenfalls. So. Dass man da auch nicht so drüber fassen kann. Was ist das jetzt so? Ich habe hier hinten halt noch so. Irgendwie noch so ein. Ja. Irgendwie noch so halt, ja. Nee, hier kommen einfach noch so Tische hin. Hab ich jetzt dreimal einfach noch so gesagt oder kam was gerade bloß davor? Egal. Später ist es eigentlich. Aber ich denke, wir machen diese Folge fast fertig. Wenn es zu lang wird, tut's mir leid. So. Ich konnte das noch einfach wieder so weiß drauf. So,
Und hier nochmal. Und die kommen noch so einen Stuhl mit so. Weil die arbeiten ja da. Also. Die Polizisten. So. Ich hoffe, dass es einer echten Ralf nahe kann. Und ja, ich glaube, das ist so ähnlich wie bei Notrufhafenkante. Davon nehme ich nicht meine ganze Information. Ich habe das nämlich eben mit meiner Oma geguckt. Ha, bam. Davon nehme ich gerade mein ganzes Wissen. Wie macht man das hier am besten? Okay. Hier vielleicht einfach mal noch. Dass man es hier vielleicht nicht ganz so leer hat. Ja, so können wir es eigentlich machen. Und dann hier vielleicht noch so. Hier noch so eine. Ich habe die Pflanze vergessen, Mist. Das noch. So. So. Dann noch da. Da. Ich habe dann einfach noch so eine Bank. Kurz ein Shader aus Elektrikrand ist auf dem Grund. Vielleicht sind das einfach zu viele, also. Also zu viel Gleichheit zu brechen und so, weiß ich nicht. Hat jetzt eigentlich die Fenster da fertig gemacht? Gut, hier sind sie fertig, da drüben auch. Oh, ist richtig hell drin. Ich hab sogar auf düster, also. Macht dir gerade so keinen Unterschied, aber. Aber hell sieht halt beim Shader auch kacke aus. So. Oh, wie sieht das hier noch viel zu leer aus? Aber ich will auch nicht so viele Bilder hinhängen. Ist eine Polizeistation. Das finde ich cool. Also. Kann ja doch nicht jeder hier rein. Das ist gar nicht so unpraktisch. Wie hat man das jetzt schon mal? Ach, hier muss noch irgendwie muss noch ein Bild dran, ganz ehrlich. Das sieht zu leer aus. Ich würde vielleicht auch so ein blau-weißes Banner ranhängen. Ich habe halt. Oder warte, vielleicht. Brauche ich mal noch. Ist jetzt weiß, ja. Weil meine Banner haben eigentlich keine Textur, das ist ein bisschen. So, da sind wir wieder. Ich muss einen ganz kurz kleinen Cut setzen. Ich wollte hier noch. Ah, genau, ich brauche eine Workbench und vielleicht so. Ich glaube, Lapis ist ganz schön. Weil wir auch Lapis verwendet haben. Also, der, wo meine Maus gerade ist. Eine Workbench suche ich. Oh. Crafting Table meinte ich. Werkbank. Ach, ja, ist ja auch egal jetzt. Kurz, wie war denn das? So kann ich. Nee, so nicht. Ich glaube, so vielleicht. Ah, genau so. Vielleicht so. Dann hier nochmal. Vorher kann man das so machen, oder wollen wir dann vielleicht. Wenn ich glaube, man könnte es irgendwie so. Sieht halt nicht so ganz so eintönig aus. Oder wir setzen hier das noch. Und ich versuche. Kann man das eigentlich? Das geht so, wow. Ich will es aber nicht übertreiben. Ich hoffe, wir machen es am besten so. Geht es eigentlich auch so, dass man hier nur so einen halben Strich macht? Also kurz. Das ist ja cool, guck mal. Ich kann mir hier noch so einen halben irgendwie machen. Gar nicht so schlecht aus, das lassen wir mal so. Also mir gefällt das jedenfalls. So. Hier noch. Haben wir hier so ein bisschen für Polizeistimmung gesorgt, würde ich sagen. Und dann machen wir mit dem Obergeschoss oder mit dem Keller weiter. Ich würde sagen, wir machen mit dem Raum hier weiter. Hier ist ja nicht mehr öffentlich zugänglich. Trotzdem können ja Pflanzen hin. Eigentlich so. Ich mag nämlich Pflanzen. Ja, lass mal einfach so. Hier muss ja auch nicht so viel rein. Ich hole gerade nur Fenster, weil ich zu faul bin, das anders zu machen. So. Weiter geht's. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Also ich denke, dass es halt für euch vielleicht sogar interessant ist, wenn man ein Haus baut. Aber wir können immer nicht nur Häuser bauen, die wir da nicht einrichten, ne? So.
Da will ich, muss mal zu den Keller. Muss ich erstmal kurz überlegen. Erstmal brauche ich das. Also hier so müssen wir. Dann müssen wir hier. Dann sind wir genau einen Block tiefer. Ach, die Kacke, was soll man das so machen? So sieht es wesentlich angenehmer aus, finde ich. Wir müssen. Ja, warte kurz. Ich muss kurz gucken, auf welche Höhe wir müssen. Bis man hier hochbuddeln, bis so. Da wäre da so Closed-Down auf der Höhe. Genau auf die Höhe, auf der ich gerade bin, müssen wir. So, da kommen wir hier gleich wieder so eine. Ja, wir arbeiten es hier rasend schnell nach unten vor. Und ich sehe gerade, dass ich das total verkackt habe. Was musst du? Hier kommen wir doch schon mal zwei so hintereinander. Vielleicht mal so zwei Blöcke auf einmal nach unten, so als Abwechslung. Und dann sind wir hier auch immer unten angekommen. Wow, das ging rasend schnell, muss man ehrlich sagen. Nicht. Aber dafür sieht die Treppe, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Soll ich sagen, ja, so. Mal kurz. So kann man es schon machen. Dann setzen wir einfach hier mal kurz einen Punkt. Wir brauchen natürlich ein bisschen Platz. Also viel Zellen will ich auch nicht machen. Vielleicht einfach mal. Okay, auf die Höhe wollen wir nicht. Wir wollen auf die. Ist ziemlich dunkel hier gerade. Ah, so. Set. Ja, so. Haben hier schon mal den Gang gebaut. Dann hat hier sogar. Vielleicht hier vorne. Ich überlege gerade, ich plane das gerade. Das habe ich mir nämlich noch nicht überlegt, wie ich das mache. Das kam mir eben kurz vor der offenen Idee. Ja, ich denke, bis da noch ausheben, soll es passen. Ups. So. Also die Ecke kann man schon mal nicht verwenden. Das ist auch nicht so schlimm, ist eigentlich. Und so, vielleicht, oh, wir müssen echt mal erstmal eins fertig machen, bevor wir das nächste anfangen. Machen wir jetzt mal die Treppe fertig. So. Ich hoffe, dass die Folge nicht zu lang wird. So. Das ist ja gar nicht so schlecht. Gefällt mir erstmal. Na gut, das ist jetzt nicht der Hammer, aber. Es ist halt vorhanden. Da muss noch hier irgendwie Licht rein. Ach so, das ist natürlich gerade. Okay, da muss es so. Hier muss noch Licht rein. Ja. Haben wir nämlich Licht. Sieht auch nicht mit Trailer gar nicht so schlecht aus. Nehmen wir den Zeus. Nein. Sieht nicht eigentlich aus. Gefällt mir eigentlich auch. Oh, es ist dunkel. Und der funktioniert nicht, wenn man aus der Hand hält. Kacke. Was geht da eigentlich mit dem? Mit dem Zeus sehe ich jetzt, was, wenn ich den in der Hand halte, den Block. Der sieht auch allgemein so ein bisschen smoother aus. Aber wenn wir einen Keller bauen, brauchen wir jetzt echt keinen Schädel. Das ist ein bisschen sehr hirnverbrannt, um ehrlich zu sein. So, mal gucken, wie viele Zellen wir hier reinbauen. Ich weiß auch gar nicht, wie groß ich eine so eine Zelle mache. Es ist eigentlich kein Gefängnis, das ist sehr bloß. Also, so übergangsweise hier. Können, denke ich, erstmal kurz Licht machen. So. Set closed down. So. Ich überlege gerade, wie groß so.
genauso groß ist eine Zelle wie das da. Das machen wir auf der Seite einfach nochmal, da haben wir 4. Und 4 Zellen reichen. Besagt, müssen reichen. Diese Geräusche sind echt merkwürdig. Die sind schon immer, würde ich sagen. So. Oh, das passt so. Wenn nicht Pech. Wie lange sind die jetzt? 1, 2, 3, 4. 4 müssen wir ja. Also hier einfach noch 3. Auf diese Länge hier müssen sie, glaube ich. Nicht. So tief müssen sie rein, ja. Und hier hinten die Wand. Ja, das könnt ihr auch mit Word Edit machen, ich weiß immer. Ja. Ist doch herrlich. Dann hier noch. Passt einfach noch eine hin, da haben wir halt 5. Wir wissen ja nicht, wie hoch die Kriminalitätsrate der Stadt wird. So. Jetzt mache ich jetzt mal Word Edit. Das ist nicht verlerne. So. Auch übrigens für alle Leute, die nicht wissen, wie das in Minecraft heißt, aber ihr Spiel, also. Und das Spiel auf Englisch haben. Auch wenn es auf Deutsch habt. Also, da Minecraft Doppelpunkt Brick Block könntet ihr jetzt schreiben, das würde auch funktionieren. Also, da steht es halt auch nochmal immer. Das könnte, ist zum Beispiel ganz praktisch, wenn so Sachen wie. Hier sag ich mal bei so einem. Okay, das ist gerade ein bisschen sehr einfach gewesen. Ja, bei Clay zum Beispiel, das weiß man ja noch. Das ist gerade. Also, manchmal so ein bisschen sehr eigenartig. Und da ist auch immer dieses. Kann man nur mal bei Wolle und Gas zeigen. Das Slash 6, 5, 4, 7. Das ist immer die Nummer, die ihr dahinter schreiben müsst, dass ihr die Farbe bekommt. Funktioniert glaube ich sogar bei Lederrüstung auch. Weil die Farben, warte, lasst mich jetzt lügen. Sind die nicht auch so eingeordnet? Ja, guckt hier. Die Farben sind genauso geordnet. Aber Bone Meal ist halt hier. Also Bone Meal hat hier eine Nummer und hat. Ist halt meistens. Zum Beispiel Wolle gibt es nochmal kein Weiß. Aber halt beim, wenn es was Weißes gibt, dann ist das bei mir. Das Set Down Doppelpunkt 4 war es mal. Jo. Dann kommt hier am besten einfach nochmal so. Eisentüren. Vielleicht Eisentüren und Panzerglas. Ich nehme extra das dicke Glas. So. Aber die muss, dass man die auch hinter sich zumachen kann. Würde ich sagen, jetzt mal hier mit, dass man das hier mit Knöpfen machen. Das geht nicht. Nein. Da machen wir es so. Hier hat man halt nochmal so Knöpfe. Stell dir vor, dass man da irgendwie eine Schlüsselkarte oder sowas braucht. Und hier würde ich Hebel nehmen. Wenn ich es hier setzen würde, würde ich beide aufgeben. Ja. Das wäre ja nicht so praktisch. Okay, ich jetzt alle aufmachen. So. Ja, ich werde mir also nicht so viel Mühe mit der Einrichtung geben, übrigens. Ich habe aber schon Gedanken gemacht. So. Brauchen noch was. Und zwar ein Bett. Das ist hier schwarz. Naja, so viel ist immer mal nicht, dass man mit dem Kopf zum Klo liegen muss. Ja, Klo und mehr braucht man ja eigentlich nicht. Vielleicht noch ein Waschbecken, aber es passt gerade nicht. Und hier habe ich irgendwie mich leicht verschätzt, sehe ich gerade.
Aber dafür, dass man kein Waschbecken halt hat, man ist immer für sich alleine. Also. Ist ja auch nicht so schlecht. Besser sind Sammelzelle. Ja, ich vergesse das gerne mal, wenn ich sehe es gerade. So. Dann hier noch. Ist eigentlich auch egal, sieht richtig aus. Ich glaube, eigentlich ist es nicht richtig aufgehen, aber sieht richtig aus, deshalb. Lass mal so. Mal so. Perfekt. So, hat man die Zelle jetzt auch fertig? Haben wir irgendwas hier noch an der Wand vergessen? Ja. Super. Wird das gehen, wenn man hier noch so macht? Oder wäre es dann zu eng? Ich überlege gerade, ob das dann zu eng wäre. Und hier vielleicht noch. Das ist ein bisschen flüssiger aussieht, der Übergang. Hier auf jeden Fall noch so. So prick. So sieht dann zwar nicht ganz so offen aus, aber da hat man hier mal einen Halt. Dass man das nicht so sieht, das ist glaube ich gar nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich habe schon auf die Uhr geguckt, ich habe aber vergessen, was da stand. Ja gut, also bevor die Folge zu lang wird, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Wem es gefallen hat, lässt einen Daumen rum da. Wer nicht, der am besten einen Daumen nach unten. Besser geklappt, abonnieren und tschüss und bis zur nächsten Folge.